Willkommen zu einer neuen Woche im Kabeljournal. Heute begrüße ich Sie aus dem Museum in Oederan. Hier wurde am 18. März eine neue Ausstellung eröffnet. Und ich habe gleich noch einen Gesprächspartner dazu. Aber zuerst sehen Sie einmal ein paar Bilder von der Ausstellungseröffnung. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Der Andrang war groß bei der Eröffnung der Ausstellung Vom Wachsen und Fliegen lernen. Die Schau im Oederaner Museum ist einer von zahlreichen Höhepunkten anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Volkskunstschule Oederan. Für die Ausstellung hat das Team um Schulleiter Rolf Büttner Arbeiten von Kursteilnehmern aus 5 Jahrzehnten zusammengetragen. Die Volkskunstschule nahm am 1. September 1967 ihre Arbeit in Oederan auf. Seitdem ist die Einrichtung aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken. 50 Jahre Volkskunstschule, da ist nicht nur die Volkskunstschule selber stolz drauf, sondern auch wir als Stadt. Wir sind eigentlich sehr, sehr froh, dass wir eine derartige Institution, so kann man es ja sagen, die auch einen Seltenheitswert hier im Freistaat hat, unser eigen nennen können. Wir sind hier immer im engen Kontakt mit dem Kulturraum, der einen Teil der Finanzierung dieser Volkskunstschule übernimmt und natürlich wir als Stadt einen anderen großen Teil hier beisteuern können, um eben für junge Leute, aber auch für Erwachsene ein Stück Kultur in unserer Heimat anbieten zu können. Das ist uns sehr wichtig und unter dem Aspekt ist es für uns, auch wenn es manchmal ein bisschen schwer fällt, aber immer möglich gewesen, die nötigen Finanzen hier zur Verfügung zu stellen, um unsere Menschen künstlerisch bilden zu können. Das ist nicht nur ein Stück Freizeitgestaltung für unsere einheimische Bevölkerung, sondern auch ein Stück Ausbildung. Ausbildung für junge Leute, Ausbildung auch für Erwachsene, also ein vielschichtiges Angebot. Neben dem Bürgermeister zählte auch Landrat Matthias Damm zu den Ausstellungsgästen. Meinen herzlichen Glückwunsch und alle Anerkennung für diese 50 Jahre Volkskunstschule. Wer kann das schon vorweisen? Es wird zwar in vielen Städten und Gemeinden werden ebenfalls Dinge in dem Gebiet hergestellt, aber so eine konzentrierte Organisation wie Volkskunstschule ist schon etwas Besonderes. Und da kann ich nur sagen, alle Achtung und alle Anerkennung denjenigen, die es von Anfang an aufgebaut haben, die es weitergegeben haben, die es bewahrt haben und die aber auch Visionen haben, dass in Zukunft weitergeht. Denn es ist einfach wichtig, dass wir das, was unsere Menschen hier in der Region können, auch erhalten, dokumentieren und ausstellen. Und insofern ist das ein tolles Projekt. Herzlichen Glückwunsch. Die Volkskunstschule ist im ehemaligen Spital in Oederan untergebracht. Hier können Laien Fertigkeiten in den verschiedensten Arten künstlerischer Ausdrucksweisen erwerben. Das Kursangebot ist so vielfältig wie die Kunst selbst. Dabei wird der Begriff Volkskunst sehr weit gefasst. Grundstein ist doch, finde ich, auch bei jeder modernen Kunst, finde ich eigentlich die eigentliche Volkskunst. Daher kommt es, wie sich das dann abwandelt, in welche Form das dann vielleicht auch ausufert, wie auch immer man das nennt, das ist eine andere Sache. Aber der Grundstock ist eigentlich die Volkskunst. Das ist meine Meinung. Es gibt andere Meinungen, aber ich sehe es so. Der Bildhauer und Holzgestalter Volker Bayer leitet seit mehr als 20 Jahren Kurse an der Volkskunstschule. Für ihn ist die Arbeit als Kursleiter ein Geben und Nehmen. Es ist ja nicht so, dass ich den Kindern oder Jugendlichen oder was beibringe. Die bringen mir ja letztendlich auch was bei, weil ich ja lerne genauso von denen wie die von mir. Anlässlich ihres 50. Geburtstages hat die Volkskunstschule ein Buch herausgegeben, welches zur Ausstellungseröffnung zum ersten Mal präsentiert wurde. Darin berichten Kursteilnehmer über ihre Beziehung zu dieser Institution. Die Gäste der Vernissage erhielten die Broschüre zusammen mit einer Druckgrafik, die vor Ort hergestellt wurde. Der Druckstempel stammt aus dem Nachlass von Manfred Hessmann, dem ersten Leiter der Volkskunstschule, und zeigt eine Ansicht von Oederan. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie.
So, jetzt steht neben mir der Rolf Büttner. Er ist der Leiter der Volkskunstschule. Hier werden ja viele Arbeiten von ehemaligen Schülern gezeigt. Wie sind Sie zu den Arbeiten gekommen? Ja, das ist schon eine längere Geschichte. Wir haben schon vergangenes Jahr angefangen, einen Aufruf herauszugeben an unsere Teilnehmer und auch an die ehemaligen Teilnehmer. Und dann ging das so ganz langsam los im September dann, dass die ersten Einreichungen kamen. Und ganz viele kamen dann zum Jahresende. Und das ist sozusagen der Grundstock für unsere Ausstellung hier. Und nach welchen Kriterien haben Sie die Ausstellungsstücke ausgewählt? Ja, also wir haben viel, viel mehr Einreichungen bekommen, als man hier ausstellen kann im Museum. Das ist nun mal räumlich begrenzt. Die Hängeflächen sind nicht so üppig vorhanden hier. Viele schräge Wände, große Fenster, sodass wir eine Auswahl treffen mussten. Das ging nicht anders. Und wir haben uns davon leiten lassen, dass von den Einreichern jeweils mindestens ein Stück dabei ist, dass niemand enttäuscht ist, dann doch nicht in die Ausstellung zu kommen. Das war so ein Gedanke. Und dann natürlich auch wollten wir die Genres auch möglichst komplett darstellen. Also, dass alles, was in der Volkskunstschule gemacht worden ist, auch dargestellt wird. Also die Textilarbeiten, die Schnitzereien, die Malereien, die Grafiken, dass da nichts ausgelassen wird. Herr Büttner, sind Sie auf einige Stücke besonders stolz? Oh, da soll ich jetzt was hervorheben. Also es ist natürlich ein bisschen ungerecht allen anderen gegenüber, aber natürlich hat man Lieblingsstücke, ne? Dinge, die einem besonders gefallen. Also ich finde die gedrechselten Figuren aus der Anfangszeit beeindruckend. Also große Holzfiguren, die erst gedrechselt, dann beschnitzt wurden, das beeindruckt heute immer noch. Ich finde sehr schön die Astfiguren von Michael Klemm, auch aus der ersten Zeit, und von den neueren Sachen. Ja, gefallen mir kleine Schnitzereien, kleine Figuren, Modelle, Schiffsmodelle, die gebaut worden sind. Malereien fallen mir einige ein, so aus der Oederaner Gegend. Also ich könnte endlos weiter erzählen. Vielen Dank, Herr Büttner. Wir schauen uns jetzt noch ein wenig in der Ausstellung um und Sie sehen erstmal die Wochensplitter. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Die Jahnkampfbahn in Augustusburg bietet derzeit einen trostlosen Anblick, aber das wird sich bald ändern. Auf dem Gelände soll eine moderne Sportanlage entstehen. Geplant sind ein Kunstrasenfußballplatz mit 100 Meter Laufbahn, eine Weitsprunganlage sowie ein Multifunktionsgebäude. Außerdem wird auf dem Areal eine Kleinfeldsportanlage für den Schul- und Vereinssport entstehen. Dafür gab es nun Geld vom Land. Am 17. März überreichte Umweltstaatssekretär Herbert Wolf den Fördermittelscheck an Bürgermeister Dirk Neubauer. Die rund 224.000 Euro stammen aus dem Programm Brücken in die Zukunft. Mit einem Volumen von 800 Millionen sei es das größte kommunale Förderprogramm im Freistaat seit 1990, erläuterte Staatssekretär Wolf. Bürgermeister Neubauer bedankte sich bei einem gemeinsamen Frühstück für das Geld und bei denjenigen, die die Stadt bei der Beantragung der Fördermittel unterstützt haben. Besonderer Dank galt der Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann, dem Kreissportbund und dessen Geschäftsführer Benjamin Kahlert sowie dem Landtagsabgeordneten Gernot Grasselt. Bei der Fördermittelübergabe waren auch die Vertreter der Augustusburger Sportvereine dabei. Mit der Modernisierung der Jahnkampfbahn geht für sie ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Sportplatzgeländes sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die C-Jugend vom VfB Fortuna Chemnitz empfing am 19. März die zweite Mannschaft vom Rasenballsport Leipzig zum Landesliga-Punktspiel. Klarer Favorit waren die Gäste, Tabellenführer mit deutlichem Abstand zum Tabellenzweiten. Das Fortuna-Team dagegen bestrebt, nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Bereits in der dritten Minute war den Chemnitzern Fortuna hold. Leipzigs Abwehr patzte und Danny Ilgen legte Ennio Morandi den Ball auf den Fuß, der nervenstark das Ding versenkte. Ja!
Ein früher Führungstreffer, der ohne Zweifel das Selbstbewusstsein der Gastgeber stärkte. 15 Minuten lagen die Chemnitzer vorn, bis sie vom Leipziger Team überrumpelt wurden. Kaspar Marius Morgol scheiterte zwar am Keeper Moritz Schubert, doch Daniel Krasugi war zur Stelle und glich aus. Sehr gut, Jungs. Ja, weiter. Moritz. Keine zwei Minuten später zeigte Smorgol seine Torgefährlichkeit und brachte Leipzig 2:1 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es nach der 35. Minute in die Pause. Vier Minuten nach Wiederanpfiff zeigten die Leipziger, dass sie nicht nur aus dem Spiel heraus gefährlich sind, sondern auch bei Standards. Nach Freistoß, ausgeführt von Bruno Weig, versenkte Erik Uhlmann per Kopf unhaltbar für den Fortuna-Keeper den Ball. Nach Ecke in der 53. Minute kam der kopfballstarke Ullmann ein zweites Mal zum Zuge. Gut so lange, super Ball! Nach diesem Zweikampf in der 63. Minute gab es wieder Freistoß für die Gäste. Der Kapitän Smogol führte den direkt aus und erhöhte auf 5:1 für RB Leipzig. Gleichzeitig entstand diese Begegnung. Der Freundeskreis Geologie und Bergbau Hohenstein-Ernsthal lädt nicht nur jährlich zur Mettenschicht und alle zwei Jahre zum Kauenfest an der St. Lambertus-Fundgrube ein. Interessierte dürfen auch einfahren. Von März bis Oktober, jeden letzten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr. Zusätzlich dazu machen wir noch, sagen wir, Sonderbefahrungen, wenn jetzt mal größere Gruppen, Schulklassen oder Berufsleute hier aus anderen Bereichen zu uns kommen, ab einer Gruppenstärke von 10 auch unter der Woche. Wie gesagt, aber offiziell, der Termin ist immer das Wochenende, letzter Samstag im Monat. Für die Befahrung sollte man gesundheitlich und körperlich fit sein, denn es geht nicht per Fahrstuhl, sondern über 14 Fahrten, übersetzt Leitern, 42 Meter in die Tiefe. Das ist auch das Besondere an dem Bergwerk, das seit 2008 im Rahmen von Führungen für Besucher zugänglich ist. Man erlebt Erzbergbau wie vor 500 Jahren. In dem Bergwerk ist fast keine Überprägung durch neuzeitlichen Bergbau. Es ist natürlich in dem Bereich, wo der Schacht, wo der saniert worden ist, ein bisschen was umgebaut worden, aber das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Aber die restlichen Anlagen selber ist alles wie vor 500 Jahren und wie gesagt, ist auch keine Wismut drin gewesen. Und damit hat man auch, sagen wir, eine gute Möglichkeit, sagen wir, einen Bergbau, wie er vor 500 Jahren, sagen wir, der Person oder die Leute, die da gearbeitet haben, auch, sagen wir, kennenzulernen. Und das ist halt auch, was viele Leute hierher zieht, also was auch viele interessiert. Nicht diesen großen, breiten 2,50 Meter x 2,50 Meter Bergbau, sondern bei uns ist es wirklich ein bisschen enger. Gangbreite bei uns 50 cm, mannshoch, auch mal ein bisschen dreckig, warten wir mal, und ein bisschen nass. Aber das wollen ja viele, die hierher wollen, herkommen. Für die, die bereits an einer Führung in dem Bergwerk teilgenommen haben, lohnen weitere Besuche. Denn die Arbeitsgruppe Bergbau des Freundeskreises Geologie und Bergbau arbeitet unter anderem daran, noch mehr Strecken in dem Grubengebäude für Besucher zugänglich zu machen. Wer Interesse an einer Befahrung hat, sollte sich vorher telefonisch anmelden. Jeden letzten Samstag im Monat wird auch das Huthaus geöffnet mit der Ausstellung zur Geschichte des Bergbaus in der Stadt auf dem Hohen Stein. Mehr Informationen gibt es unter www.lambertus.de. Die Stadthalle Limberoper Frohna ist ohne Zweifel der angesagteste Ort in der Region, wenn es ums professionelle Tanzen geht. Am 18. März wurde hier um den großen Preis von Deutschland getanzt. Die Tanzschule Köhler Schimmel ist auch dieses Jahr wieder mit einem Tanzturnier in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna vertreten. Dieses Jahr begrüßen wir 9 Paare der lateinamerikanischen Sektion, also Profipaare, die um den großen Preis von Deutschland in Limbach antreten. Dazu kommt noch der Ehrenpreis des Oberbürgermeisters der Stadt Limbach-Oberfrohna. Die Paare präsentierten sich auf 2 Veranstaltungen. Nachmittag hieß es Showtime Nonstop und am Abend Ball mit Tanzturnier. Schon am Nachmittag fehlte es nicht an Publikum in der Stadthalle. Immerhin wurden hochkarätige Tanzpaare begrüßt. Mit im Starterfeld sind Vizemeister aus Deutschland. Wir haben mit dabei deutsche Meister der 10 Tänze, also die in beiden Sektionen, Standard und Latein, professionell tanzen. Und natürlich sind auch Paare dabei, die auf internationalen Turnieren antreten, jetzt gerade wieder aus Asien angereist sind und nächste Woche und in den kommenden Wochen auch wieder national und international unterwegs sind zu deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, die anstehen und stattfinden.
Die kürzeste Anreise hatten Jenny Müller und Jonathan Rodriguez Perez aus Dresden, sozusagen die Lokalmatadoren, die an diesem Tag den Titel Publikumsliebling gewannen. Sie sind zudem die deutschen Meister über 10 Tänze. Beim Tanzturnier um den großen Preis von Deutschland belegten die Dresdner am Ende Platz 5, hinter Dimitri Serre und Anna Romanova, die deutschen Vizemeister der German Amateur League 2015. Den dritten Platz belegten Irina Meislich und Jaroslav Suri, die extra aus Tschechien anreisten, um in Limbach-Oberfrohna um den großen Preis zu tanzen. Einen Tick besser waren Xenia Makotova und David Riegler aus Hohenstadt, Finalisten der WDC German Open Mannheim. Schon im Vorfeld in die Favoritenrolle gedrängt, die deutschen Vizemeister in den lateinamerikanischen Tänzen und deutschen Meister in der Kür 2016 Nina Trautz und Valera Musuk aus Augsburg. Die zwei erfüllten alle Erwartungen und holten sich in Limbach-Oberfrohna den großen Preis von Deutschland. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. In der Begegnungsstätte des Deutschen Roten Kreuzes in Flöha wurde am 22. März ein Willkommenstag für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtet. 13 Frauen und Männer, die im letzten halben Jahr eine berufliche Tätigkeit im DRK-Kreisverband Freiberg aufgenommen haben, waren dazu eingeladen. Der Willkommenstag fand zum 4. Mal statt und soll zu einer festen Größe beim Freiberger DRK werden. Wir haben uns natürlich auch als Arbeitgeber und als DRK Freiberg schon längere Zeit Gedanken gemacht, wie wir Mitarbeiter binden können an unser Unternehmen und vor allen Dingen auch am Anfang willkommen heißen. Und da ist die Idee entstanden, zu sagen, wir machen einen Willkommenstag für unsere Mitarbeiter, für unsere neuen Mitarbeiter, die in den unterschiedlichsten Bereichen anfangen, ob das im Rettungsdienst ist, in den Kitas, im Bereich der Pflege, in unserer Küche. Wie gesagt, aus allen Bereichen die Mitarbeiter zusammenzuführen, dass sie sich kennenlernen, auch die unterschiedlichsten Bereiche kennenlernen, in denen wir tätig sind. Und das Gefühl zu geben, willkommen zu sein und anzukommen beim neuen Arbeitgeber, nämlich beim DRK-Kreisverband Freiberg. Beim Willkommenstag wird auf Interaktivität gesetzt. Dafür wurde ein anspruchsvolles Programm ausgearbeitet. Der Morgen begann mit einem Kennenlernenspiel, mit einem interaktiven Spiel. Dann ging es weiter mit einem geschichtlichen Hintergrundvortrag zum Roten Kreuz, zu den Rotkreuz-Grundsätzen, aber auch zur Struktur und Aufgaben des Kreisverbandes. Und noch vor dem Mittag haben wir mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über ihr Ankommen im Job gesprochen. Erste Erfahrungen, Erlebnisse, Eindrücke abgefragt und auch verglichen untereinander. Das geht weiter mit dem Einblick in die ehrenamtlichen Betätigungsbereiche, aber auch um einen Perspektivwechsel. Das heißt, die neuen Mitarbeiter sollen mal in die Rolle des Geschäftsführers oder Einrichtungsleiters schlüpfen. Die Idee des Willkommenstages und das damit verbundene anspruchsvolle Programm stößt bei den neuen DRK-Mitarbeitern auf Zustimmung. Ich finde den Tag heute finde ich sehr schön. Das ist mal schön, ins Gespräch zu kommen auf jeden Fall mit vielen verschiedenen Kollegen bzw. fachübergreifend aus der Pflege, aus dem Sanitätsdienst, wie auch immer. Es ist schon sehr wichtig. Ich finde es auch schön, dass der Chef mit anwesend ist. Kann man doch vielleicht mal kurz ins Gespräch kommen. Neben dem Kennenlernen ist auch das gegenseitige Vernetzen ein Ziel des Willkommenstages. Bei einem Betrieb mit rund 400 hauptamtlichen Mitarbeitern und vielen unterschiedlichen Aufgaben eine lohnende Sache. Wir beschäftigen uns im hauptamtlichen Bereich mit den Bereichen des Rettungsdienstes, Kindertagesstätten, Pflegen. Wir haben 5 große Sozialstationen hier im Bereich Flöha hauptsächlich vertreten mit dem Bereich Pflege, wo wir uns gerade hier befinden, in der Bahnhofstraße in Flöha, mit der Sozialstation und der Tagespflege, die hier angesiedelt ist. Gleichzeitig aber das Gebäude hinter uns auch noch bekannt als Kleiderkammer, wo wir den Bedürftigen helfen, Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs zur Verfügung zu stellen.
Für die zahlreichen sozialen Aufgaben, welche vom DRK bewältigt werden, braucht es Menschen, die sich für das Gemeinwesen engagieren wollen. Das ist natürlich, dass wir erstens immer wieder daran interessiert sind, natürlich Menschen anzusprechen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Das könnten Sie sein zum Beispiel, das kann jeder sein, der sagt, ich möchte ein bisschen was tun, ich möchte ehrenamtlich tätig sein, ob das niederschwellige Angebote sind oder jemand sagt, ich bin schon Koch, ich möchte gerne in unserer Bereitschaft vielleicht mal mit kochen, wenn wir irgendwelche Einsätze haben. Und ich hatte es angesprochen, wir suchen natürlich auch hauptamtliches Personal. Das bedeutet ganz einfach, ob das im Bereich Pflege ist, Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte oder im Bereich Rettungsdienst oder Erzieher. Das sind unsere Hauptaugenmerke, die wir natürlich richten und warum wir auch diesen Tag, nämlich heute hier diesen Willkommenstag veranstalten, weil wir auch immer wieder neue Mitarbeiter brauchen. Informationen zu haupt- und ehrenamtlichen Stellen im DRK-Kreisverband Freiberg findet man im Internet unter drk-freiberg.de. Willkommen zur großen Osterschau in Gelenau vom 24. März bis zum 30. April. Bestaunen Sie eine einzigartige Sammlung von 1500 Schmuck- und Künstlereiern und schauen Sie den Künstlern bei der Arbeit zu. Am Osterbrunnen erwartet Sie ein bezauberndes Arrangement von Kinderfahrzeugen, Puppen und Teddybären. Zum Verweilen lädt das Café im Spielzeugdorf ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, immer Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mehr Info unter lupesa.de. Am 15. April erleben Sie in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna eine Hommage an den großen Entertainer Peter Alexander und die Hits der 50er und 60er Jahre. Treten Sie ein, schunkeln und summen Sie mit und vergessen Sie für einen Abend all Ihre Sorgen. Das heile Weltmusical Servus Peter macht's möglich. Servus Peter am 15. April in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna. Karten erhalten Sie in der Stadthalle und versandkostenfrei unter Telefon 0365 548 1830. Viele Damen von Ihnen kennen uns unter dem Namen Molly Schick und seit letztes Jahr befinden wir uns an einem neuen Standort und zwar am Rathaus 2. Wir haben einen neuen Namen, wir heißen nicht mehr Molly Schick, sondern Kurvenreich. Kurvenreich, das ist natürlich ein ganz tolles Thema. Wir sprechen Damen an, die von Größe 42 bis zur Größe 60 bei uns ihre Bekleidung finden. Modethemen für Frühjahr, Sommer gibt es eigentlich gar keine. Man trägt jede Farbe, man trägt entsprechend der Lust und Laune und des entsprechenden Farbtypes. Egal welcher Farbtyp Sie sind, wir finden in unserem Angebot die passenden Modelle für Sie. Pünktchen ist ein ganz großes Modethema, so natürlich auch wieder die sportlich aktuelle Mode in Blau, Weiß und Rot. Aber auch Pinktöne sind ein großes Modethema, wer sich's natürlich traut. Wir führen in unserem Sortiment Jeans, aber auch schöne bequeme Hosen. Die Jeans sind heute alle mit Elastan verarbeitet. Wir haben Hosen mit Dehnbund in ganz vielen Farbvariationen. Schöne Qualitäten in Bengalin-Ware. Diese Ware ist hochelastisch. Man kann diese Hosen als lange Hose tragen, als Dreiviertelhose, aber auch als Capri-Hose haben wir diese im Angebot. Je nachdem, wie Ihre Oberteile sind, finden wir die passende Hose dazu. Bei uns finden Sie Jacken zum Beispiel auch für Wandertouren, also Jacken, die Funktionen haben. Wir haben Regenjacken im Angebot.
Kleider sind ein ganz großes Muss im Frühjahr, Sommer. Sie finden in unserem Sortiment nicht nur Freizeitmode, sondern auch festliche Mode. Zu unseren Serviceleistungen, die wir Ihnen bieten, gehört ganz wichtig unsere Änderungsschneiderei. Wir kürzen Ihnen Hosen oder Ärmel, aber auch andere Änderungen führen wir durch. Und wenn Sie natürlich uns besuchen von außerhalb, schicken wir Ihnen auch Ihre Änderungen geändert nach Hause. Wenn ich Sie neugierig gemacht habe mit meinen kleinen Ausführungen und der kleinen Modenschau, dann würde ich mich ganz herzlich freuen, wenn Sie unsere Gäste würden. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Boxspring-Wochen vom 25. März bis 15. April. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. 25 Jahre Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Wir stehen jetzt hier vor einigen Ausstellungsstücken aus den Anfangsjahren. Was gibt's dazu zu sagen? Also hier gerade in diesem Bilderrahmen sind Grafiken dargestellt, die eigentlich zu einer Grafikmappe gehören. Das war damals durchaus üblich, Gemeinschaftsarbeiten herzustellen. Der Kurs hat sich zusammengetan für eine Mappe, die als Auftrag ausgelöst wurde. Und es gab verschiedene Anlässe dazu, also Jahrestage oder Ehrungen. Die Inhalte, die Motive, die sind ganz zeittypisch. Da sind so Motive dabei, die würden heute nicht mehr so auftauchen. Beispiel dafür wäre das Motiv von Katrin Reismann. Sie hat eine Pionierin dargestellt, die einer Oma beim Einkaufen hilft, die Taschen trägt. Ich finde das Motiv ganz hervorragend, weil es so etwas Menschliches hat. Es kommt aber heute eben so in der Form nicht mehr vor. So, wir schauen uns jetzt noch ein paar aktuelle Arbeiten an. Und bei uns geht's weiter im Programm. Die wilde Flüha und die sanfte Tschubau. Über Jahrmillionen hinweg schufen die beiden Flüsse mit ihrer natürlichen Kraft eine einzigartige Landschaft. Die Menschen kamen dann im 11. Jahrhundert. Ackerbau und Viehzucht gaben neben dem Bergbau unserer Region ihr Gesicht. Dieser wunderschöne Landstrich liegt auch heute noch in den Händen der Land- und Forstwirte. Über die Menge und Qualität unserer Lebensmittel müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Erzeuger unterliegen zu Recht sehr hohen Standards. Wir freuen uns über ein reichhaltiges Angebot und niedrige Preise.
Doch was wissen wir über die Arbeit unserer Land- und Forstwirte? Was wissen wir über ihre Verantwortung für unsere Heimat? Mein Name ist Iris Hahn-Radke. Ich bin 44 Jahre alt, habe in Leipzig Landwirtschaft studiert und bin selbstständige Landwirtin gemeinsam mit meinem Mann. Mein Name ist Marco Radke, ich bin 41 Jahre alt, habe ein Studium an der Universität in Rostock abgeschlossen, im Anschluss daran 5 Jahre für einen Zuchtverband in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet und seit 10 Jahren hier in Kleinhartmannsdorf mit meiner Frau als Landwirt tätig. Die kommen bei uns auf den Hof und sind natürlich erstmal begeistert von den Kälbchen. Das ist ganz klar, dort fängt das an. Dann nähern sie sich den Tieren und dann kommen sie mit ganz vielen Fragen. Nein, das ist. Was muss man denn können, dass man hier eingestellt wird? Also, da gibt es eine richtige Ausbildung als Landwirt oder als Tierwirt. Ne? So eine Ausbildung muss man vorher absolviert haben, wenn man in einem Landwirtschaftsbetrieb arbeiten will. Oder man hat eine andere Ausbildung und man wird angelernt. Das geht natürlich auch. Man kann in ganz vielen verschiedenen Berufen arbeiten, wenn man sich dann anlernen lässt. Die kriegen auch ein Schleifchen, aber nicht an den Ohren, sondern um den Hals. Mit Romantik hat das in der Landwirtschaft relativ wenig zu tun, ganz ehrlich. Wir lieben unsere Arbeit, würden aber uns mehr freuen, wenn diese Arbeit auch anerkannt wird. Und dann würden wir auch Romantik einfließen lassen. Heute und auch in den letzten 2 Jahren ist das sehr harte Arbeit, den Betrieb so zu führen, dass er überlebt. Das Erreichte in der Landwirtschaft, verglichen mit vor 20 Jahren oder auch mit vor 30 Jahren, weniger Einsatz, nachweislich weniger Einsatz von Antibiotika, mehr Tierwohl, bessere Tierbedingungen, bessere Tierhaltung, bessere Ernährung der Tiere über das Jahr, also den Bedarf an Ernährung, aber auch weniger Eintrag von Nitraten, das wird alles nicht gesehen und nicht gewertschätzt. Von daher ist es schwierig für mich, da einen romantischen Ausblick zu geben. Also solange wir noch was haben, ihr könnt euch auch noch Nachschlag holen von der Milch. Das ist für uns Romantik. Den Kindern zu zeigen, wie wir arbeiten, wie wir leben und zu sehen, wie unvoreingenommen die sind und das aufnehmen, was wir denen sagen, das verarbeiten, merken, wie sie sich damit auseinandersetzen. Das ist für uns Romantik und deswegen machen wir das eigentlich sehr gerne. Jo. Ich bin die Lisa Wagener, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe im Sommer meine Lehre zur Landwirtin abgeschlossen und bin dabei, meinen Techniker für Landbau jetzt zu machen. Mir fällt es am meisten die Arbeit auf dem Feld. Bodenbearbeitung mit einem großen 936er Fendt. Einfach am Tag was zu bewegen, Bodenmasse zu bewegen und am Ende des Tages zu sehen, was ich geschafft habe. Ich bin Landwirtin geworden, weil mein damaliger Freund hat ebenfalls eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Und was er so erzählt hat, was er den ganzen Tag macht, hat mich so sehr interessiert, dass ich gefragt habe, ob ich ein Praktikum machen darf. Und das hat mir so sehr gefallen, dass ich dann mich auch dazu entschieden habe, diese Ausbildung zu wählen. Früher war Landwirtschaft ja wirklich, das war in aller Munde, das war noch ganz anders wie heute. Früher war der Bauernstand und eben noch richtig angesehen, nicht mehr wie heute. Wir sind nun mal kein Streichelzug, das ist nun mal eine Produktion. Das ist eben das Problem, der Verbraucher, der weiß zu wenig, der sieht seine Traumwelt quasi und ja. Es ist so vieles modernisiert worden, man hat GPS, man muss nicht mehr schalten, kann sich dadurch auf die anderen Dinge konzentrieren. Mit dem GPS können wir das komplette Feld abfahren, somit wird das aufgezeichnet, wir können das speichern in dem Programm. Und somit können wir uns eine Linie fahren.
und auf Knopfdruck wird diese Linie wieder gefahren. Somit können wir die komplette Arbeitsbreite des Gerätes ausnutzen. Dadurch, dass wir die komplette Arbeitsbreite ausnutzen, haben wir natürlich quasi keine Leerfahrten oder Überlappungen. Dadurch wird zum Beispiel schon wieder am Sprit gespart, weniger Maschinenverschleiß, solche Geschichten. Ich sag mal, wer sich auch dafür interessiert oder wer das so den Blick dafür hat, auch im Umgang mit der Technik, einfach auch in der Natur. Wir sehen jeden Tag was Neues. Wenn wir aufs Feld kommen, morgens schon der Sonnenaufgang. Abends, wenn wir wieder fertig sind, Sonnenuntergang, einfach in der Natur, draußen, nie wie anderen, den ganzen Tag im Büro sitzen. Das ist einfach das Schöne daran. Mein Name ist Jens Braune. Ich bin 51 Jahre alt und bin hier Leiter der Tierproduktion in Breitenau. Das ist die Paillette mit dem Sperma. Jetzt muss das ganz sauber eingefädelt werden. Und dann wird unter rektaler Kontrolle die Gebärmutter gegriffen. Besamungsgerät in die Gebärmutter eingeführt und dann abgedrückt und dann war es das schon. Wir haben derzeit ca. 620 Milchkühe plus Nachzucht. Kommt so auf eine Gesamtsumme von etwa 1200 Milchtieren. Wir melken hier mit 8 Melkrobotern, haben zusätzlich noch eine automatische Fütterung eingebaut. Die nächsten 10, 15 Jahre sind wir eigentlich mit diesem Stall auf dem neuesten Stand der Technik und können für die Tiere oder haben für die Tiere alles getan, was erstmal zu tun ist. Und die Kuh sich dadurch wohlfühlen kann, wie in der Natur. So eine Ration enthält zu Hauptbestandteilen Mais-Silage und Gras-Silage. Zur Strukturaufwertung kommt noch etwas Stroh dazu. Getreideschrot, Rapsschrot, Ackerbohne, die wir selber anbauen, Maisschrot, Mineralfutter. Das sind so die Hauptbestandteile einer Ration bei uns. Alles im Prinzip im Großen und Ganzen selbst oder in der Region erzeugt. Also wir haben es hier im Stall mit einem gelenkten Kuhverkehr zu tun. Das Tier geht zuerst zum Fressen mit freiem Zugang zum Futtertisch. Wenn es dann sich satt gefressen hat und wieder schlafen gehen will, muss es durch ein Selektionstor. Diese Selektionstore sind alle mit dem Computer verbunden. Jedes Tier hat ein Halsband. Das ist dann die jeweilige Stallnummer. Und an der Seite ist noch ein Transponder für die Aktivität. Sprich, die Kuh wird wie beim GPS-System im Stall überwacht. Und wenn diese Kuh dann dieses Tor betritt, wo gerade eine reinkommt, die geht jetzt gerade zum Melken, also die hat rechnerisch 9 Liter Milch im Euter. Dann wird diese Kuh in den Vorwurderhof des Roboters gelenkt. Und ansonsten weiß die Kuh immer, wo der Roboter ist, weil im Roboter gibt es extra Kraftfutter. Und dann gehen die nicht wegen Melken zum Roboter, sondern wegen diesem Kompott. Ja, das ist eine Durchschnittskuh. Also wir liegen so bei Tagesgemelk im Durchschnitt bei 31 Litern pro Melkung. Und die Spitzenkuh zurzeit gibt 70 Liter pro Tag. Also wir verkaufen unsere Milch an die jeweilige Molkerei und bekommen im nächsten Monat zu erfahren, was wir für die Milch bekommen. Also wir können nicht sagen, wir wollen jetzt 40 Cent haben, sondern die Molkerei sagt uns hinterher, wir bekommen 30 oder 25 und haben im Prinzip überhaupt keinen Einfluss darauf, da einen Preis selber zu bestimmen. Das Spannendste ist eigentlich, mit den Tieren umzugehen, jetzt für mich. Man sieht, wenn die Tiere gesund sind, wenn Kälber geboren werden, wenn man sie aufwachsen sieht, und wie man sie dann eben wieder, man sagt immer, in Milch wieder bringt, das ist schon spannend. Mein Name ist Bernd Halbig. Ich bin 60 Jahre alt und Geschäftsführer in der Erzgebirgischen Agrarwirtschaft Forchheim. Also einmal sitzen wir hier in der Biogasanlage zwischen einem Fermenter und einem Endlager. Es sieht fast aus wie so einer Industriewohnstube, wenn ich mal das so sagen darf. Die Biogasanlage hat 365 kW, wird weitestgehend mit der Gülle gespeist. Das sind im Jahr rund 25.000 Kubikmeter Gülle, die hier verstromt werden.
Die Gülle wird über den Fermenter vergoren bei ungefähr 40 Grad Temperatur. Dadurch entstehen chemische Prozesse, wo diese Methangase ausgeschieden werden, die dann zu Strom umgewandelt werden. Damit wird der Gülle eigentlich schon ein großer Teil an Geruch genommen. Und beim Ausbringen der Gülle ist dort schon die Geruchsbelästigung bedeutend geringer. Die Abwärmenutzung war eigentlich mit bei der Richtung der Biogasanlage ein Thema, das stand, um auch die Anlage effektiv zu gestalten. Denn sie bringt erst dann eigentlich den richtigen Nutzen für den Betrieb, wenn ich nicht nur den Strom verkaufe, sondern auch die Abwärme nutzen kann. Da stand für uns zum einen, bei uns im Stall die Wärme zu verwenden. Da stand unser Sozialtrakt mit den Duschkabinen für das Stallpersonal, die Aufenthaltsräume, die Umkleideräume mit Wärme zu versorgen. Und zusätzlich wird ein Wohnhaus beheizt, in dem 16 Familien wohnen. Für uns ist Gülle ein wertvoller Dünger, zumal wir jetzt beabsichtigen, auf Biolandwirtschaft umzustellen, also weg von chemisch-synthetischen Düngemitteln, weg vom chemischen Pflanzenschutz, also hin noch zu noch mehr Ökologie, also noch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung, ist eigentlich diese Gülle ein wertvoller organischer Dünger, der für uns den Kreislauf schließt eigentlich. Das, was wir den Boden entzogen haben, woraus das Tier Milch produziert, diese Nährstoffe gehen nicht verloren, die bleiben in der Gülle enthalten. Und in diesem Kreislauf, beim gesunden Viehbesatz, ist eigentlich diese Kulturlandschaft hier, wie sie ist, sinnvoll unter einer gewinnbringenden Produktion abgesichert. Aber dazu gehört eben ein fairer Milchpreis. Bei entsprechendem Milchpreis werden wir in der Lage, für unsere Kühe, genauso wie es VW gemacht hat, für den Phaeton, eine kleine Manufaktur zu bauen. Nur da wäre der Milchpreis dann bei 1,50 Euro pro Liter im Laden. Wir würden 1 Euro erhalten für die Milch, dann wäre das kein Problem für das Landwirte. Alles natürlich nach neuesten Erkenntnissen auf höchsten wissenschaftlichen Standort und umweltverträglich auch zu produzieren. Das ist eigentlich dieses Grundmanko. Man stellt hohe Umweltstandards an das Landwirte, aber zahlt einen miserablen Milchpreis. Also, ich bin ein Pessimist, aber ein Positiver, wenn man das so will. Jo, mein Name ist Michael Bergelt, bin 55 Jahre. Für mich ist der Wald meine tägliche Arbeit, unser Brot. Natürlich hat er auch einen enormen Erholungsfaktor, gerade wenn ich hier auf dem Berg bin. Das ist für mich schon Winterurlaub. Ich habe hier in Ansprung ein Forstunternehmen mit ca. 40 Beschäftigten, 92 gegründet, mit meinem Bruder zusammen. Und so hat sich das entwickelt bis heute, dass wir 10 Spezialmaschinen im Einsatz haben. Natürlich ist der Wald der Rohstoffspender Nummer 1 hier in Deutschland. Holz ist der einzige Rohstoff, der immer wieder nachwächst. Und ohne Holz geht in Deutschland und Europa und der Welt überhaupt nichts. Weil jeder, der sagt, ich brauche kein Holz, okay, alles was Holz ist, weg, dann steht der Nackt da. Weil in jedem Stoff, in jeder Tablette, in jedem Nahrungsmittel ist irgendwo Holz versteckt. Wir ernten das, was unsere Großväter angebaut haben. Also das ist für reine Ökonomen immer schwer zu verstehen, dass wenn eben 12, 13, 14 Festmeter nachwachsen, dass dann halt plus 8 geerntet werden. Das heißt halt, dass wir nie mehr ernten wie nachwächst. Da gab es in Schweden Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass so ein Harvesterfahrer einem Jetpiloten gleichzusetzen ist von der Konzentration her. Man muss vorausschauend arbeiten, man muss das Umfeld der Maschine im Blick haben, man muss auch hören und man hat auch ein gewisses Bauchgefühl, wie die Maschine funktioniert. Es wird alles gebraucht, auch der Arsch. Wozu? Wegen dem Arschgefühl. Der Bürger, der Jogger, der Wanderer, der im Wald draußen unterwegs ist, hat das große Vorrecht, den Wald betreten zu dürfen, darf die Wege nutzen, muss dort nichts dafür bezahlen. Er sollte dann auch Verständnis dafür haben, wenn dann draußen Holz gemacht wird, dass dann halt auch mal ein Weg kaputt geht. Die werden in der Regel in Kürze alle wieder in Ordnung gebracht, weil die Forstwirtschaft braucht die Wege ja auch. Forstwirt muss man werden wollen. Und da muss man erstmal wirklich beleuchten, was gehört alles dazu. Die Arbeit im Freien, Arbeit bei Regen, Arbeit bei schlechtem Wetter, nasse Klamotten, frieren, im Frühling
das Grün erleben, die Natur aufwecken erleben, den Sommer erleben, generell die Jahreszeiten erleben im Wald, dass die richtig schönen Dinge sind. Manchmal hat man da zu wenig Blick dafür, aber es kommt immer zwischendrin wieder, wie du sagst, du hast eigentlich den schönsten Job auf der Welt. Das ist längst Alltag in vielen Landwirtschaftsbetrieben. Direkte Belieferung der Kunden entwickelt sich für die Landwirtschaft nicht nur im Erzgebirge zu einem Erfolgsrezept. Frische, regionale Ware und hochwertig veredelte Produkte werden von den Kunden angenommen und auch gern gut vergütet. Direkter Verkauf bringt realistische Preise und damit bessere, modernere Produktionsbedingungen. Darauf setzen immer mehr Erzeuger. Auch weil sie sich aus Leidenschaft für ihren Beruf, ihrer Verantwortung für die Natur und Umwelt stellen. Wir befinden uns jetzt in der Abteilung mit den neueren Werken. Gibt es da ein paar Besonderheiten im Vergleich zur Vergangenheit? Ja, also was augenscheinlich ist, dass es in den Anfangsjahren der Volkskunstschule keine Keramikarbeiten gibt. Mehr Schnitzereien, die Holzarbeiten haben dort dominiert. Holzarbeiten gibt es jetzt immer noch. Es gibt Bildhauer- und Schnitzkurse, aber was eigentlich unser größter Bereich derzeit ist, das ist die Keramikwerkstatt. Die produzieren sehr, sehr viel, angefangen von den Kindern bis hin zu den Erwachsenen. Was halten Sie für dieses Jahr noch so alles an Überraschungen bereit? Oh, da müssen Sie, glaube ich, Ihre Sendung ein bisschen verlängern. Aber ich pick mal ein paar Sachen raus. Also die Sommerwerkstatt ist eine gute Gelegenheit für alle Leute, die selber aktiv werden wollen. Dieses findet in der ersten Woche der Sommerferien statt. Jetzt demnächst gibt es schon die nächste Ausstellung. Wer sich wieder was anschauen möchte, wieder andere Arbeiten von Kursleitern und Kursteilnehmern ab 6. April im Landratsamt in Freiberg und ab 17. Juni im Museum für Sächsische Volkskunst in Dresden. So, das sind ja nun einige Gelegenheiten hier, die Werke der Volkskunstschule mal in Augenschein zu nehmen. Ich hoffe, es waren einige Anregungen für Sie dabei. Wir verabschieden uns für diese Woche und wünschen noch eine schöne Zeit. Bis bald.